about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachenradler ist unterwegs. Heute wieder, ja, fast eine Wiederholung, würde ich fast sagen. Ja, vielleicht habt ihr das im Titel auch schon gesehen. Orbit 360 Schleswig-Holstein ist nochmal Thema. Ja, ich habe ja ein bisschen viel gemeckert an dem Tag über den Weg, weil alles schlecht geplant war und fast nicht fahrbar und verboten. Aber das wollte ich irgendwie nicht auf mich sitzen lassen. Da habe ich gedacht, machst du noch mal eine Tour, wenn du Zeit hast, und fährst ab Lübeck noch mal die Strecke ab. Ja, da war ja einiges dabei, wo es nicht ging. Ja, und es wurde auch dunkel. Hab aber gemerkt, es müsste eigentlich eine richtig landschaftlich tolle Strecke sein. Hab dadurch auch einiges noch verpasst und ihr auch. Und ich wollte es unbedingt noch mal fahren. Ich wollte noch mal eine Chance geben. So werde ich jetzt von der Alsterquelle aus, da bin ich heute Morgen gestartet, um 6.30 Uhr. Ja, und dann fahre ich jetzt Richtung Lübeck zur Ostgrenze der, zur Westgrenze der Stadt. Und von da aus werde ich den Orbit noch einmal komplett genau folgen. Ja, letztes Mal habe ich ja abgekürzt und einige Strecken nicht mehr gefahren. Also mal sehen, was dabei rauskommt. Also wir haben jetzt September. Ja, man merkt, Herbst steht vor der Tür, es ist neblig. Der Mond scheint noch, aber die Sonne ist auch da. Es ist 6 Grad kalt oder warm, wie man es nimmt. Ja, Jacke, Handschuhe musste ich ja doch anziehen, aber es soll noch ein richtig schön warmer Tag werden. Also vom Tag, vom Wetter her kann es richtig schön werden. Ich glaube auch, die Strecke, die ich jetzt hier geplant habe, ich bin hier auf den Bahntrassenradweg von Hennstedt-Ulzburg nach Bad Oldesloe unterwegs und dann habe ich so eine Strecke geplant, bis ich an die Stadtgrenze von Lübeck komme und da dann auf den Orbit noch mal treffe und ihn abfahren werde. Also mal schauen, wie es war. Vielleicht habe ich übertrieben, wir werden es sehen. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Ich bin jetzt bei Kilometer 30. Ja, meine Tour ist heute 133 Kilometer ungefähr lang. Ich bin jetzt auf Höhe Bad Oldesloe. Ich habe noch gar nicht viel von der Stadt gesehen. Ich werde hier unten an so einem Flüsschen
entlang geführt. Das ist nicht die Trave, aber echt schön. Also, wie gesagt, viel habe ich noch nicht gesehen von der Stadt. Ein bisschen werde ich gleich noch durchfahren und dann werde ich weiter Richtung Lübeck fahren. Ich hoffe noch auf einer schönen Strecke. Bis jetzt war es richtig gut. Der Bahntrassenweg ist gut ausgebaut. Wie gesagt, es geht immer geradeaus. Schöne Plätze zum Rasten sind da auf jeden Fall. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ja, ein schöner Radweg ist es trotzdem. Ja, ein bisschen monoton, aber hier in Bad Oldesloe und an der Stadt kann es aber auch gut sein. Also mal sehen, wie es weitergeht auf meiner noch ja, selbst geplanten Route zum Orbit. Auch das ist Schleswig-Holstein. Tolle Strecke gerade. Also bis jetzt fahre ich fast nur auf Gravel. Bahntrassenradweg gerade eben an Bad Oldesloe vorbei. Hier auch wieder richtig schön. Da unten fließt die Trave jetzt. Tolles Tal. Ja, das ist auch Schleswig-Holstein. Ja, und auf einmal ist es warm. Auf Schlacht. Der Nebel ist weg. Die Sonne brennt. Ja, es ist September, nicht mehr ganz so toll wie im Sommer, aber richtig klasse. Ja, habe ich mich gleich auf kurz umgezwitscht. Ja, und werde mich jetzt noch eincremen. Und dann geht's weiter auf dieser ja wohl sehr schönen Strecke, so wie es aussieht. Still remember when you walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause of you. Mann, ist das steil hier. Boy. If you just hold on. If you just hold on. Don't think I could ever love the way you do. I'll try to make it up. If you need me to, something in your smile, I've never been so sure that all I ever wanted was to give you more. 'Cause if it all were up to me, we would always stay this free and I would never let you go. 'Cause of Kilometer 53, ich bin hier am Lübeck-Kanal. Wow, immer wieder ein Highlight, aber eigentlich hatte ich ihn erst gar nicht reingeplant, aber es lief bis gerade eben so gut. Und dann habe ich doch noch den Schlenker hier hin gemacht zum Kanal. Ich mache gerne an ihn fahren, ja, bringt immer viel Spaß hier. Ja, vielleicht hat man auch mal ein paar Boote oder so, aber im Moment nicht viele Radfahrer unterwegs. Heute Morgen schon ist es gerade mal kurz nach 10. Aber ich bin ja schon lange unterwegs und deswegen werde ich hier jetzt eine Snackpause einlegen. Ja, richtig schönes Wetter. Also die Sonne richtig angenehm nah, brennt nicht, super schön.
Und ja, das Wetter macht nicht nur was, sondern der Wind, der macht mir leicht ein bisschen Sorgen. Er ist nicht doll, aber ich habe ihn gleich auf dem Orbit als Gegenwind. Und das sind dann noch etliche Kilometer, ja, mehr wie 50, die ich dann darauf habe. Aber es macht ja so viele Schlenker und fährt durch Wälder, also wird nicht so das Problem sein. Ja. Aber richtig toll hier, macht immer wieder Spaß. Also jetzt erstmal eine Powerpause, bis ich gleich auf die Orbitroute treffe und dann mal sehen, was das denn noch wert. Ja, und naja, Mahlzeit erstmal. Hier bin ich jetzt wieder auf den Orbit 360 Schleswig-Holstein gekommen, auf die Route. Ja, hier habe ich damals gestanden, kam irgendwie nicht mehr zurecht. Ich dachte, ich sollte da längs. Wie ihr seht, liegen hier schon viele Äste und das geht auch so weiter. Aber ich trottel. Ich muss echt sagen, ein paar Meter daneben, da läuft der Weg längs. Oh Mann, ein schöner Weg. Ich weiß es nicht, weil die so dicht bei Komoot zusammenliegen, habe ich das irgendwie nicht gesehen. Ja, und dann bin ich einfach da hochgefahren, die Strecke, und habe das nicht genommen, weil ich komme gleich wieder da an der Trave. Ja, weiß ich nicht. Ja, man kann auch nicht immer alles. Ich weiß nicht, ich wurde ja auch sehr von Mücken hier attackiert, was zum Glück jetzt gerade nicht ist. Das hat mich genervt zu der Zeit. Ich weiß es nicht. Die Zeit war so ein bisschen im Nacken, weil ich bis zum Dunkeln wahrscheinlich denn noch bis Bad Oldesloe kommen wollte, aber naja, liegt vielleicht doch ein bisschen mehr an mir. Ja, weiß ich nicht. Ich werde erstmal gucken, wie der Weg jetzt ist. Der Originalweg. Ja, auch nicht der, den ich erst fahren wollte und wo ich dann wütend wurde, sozusagen. Ja, okay. Also geht's jetzt auf dem richtigen Weg weiter. Take it slow, don't be jealous.
than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. Kilometer 68, ich bin kurz vor Rheinfeld. Ja, die Strecke gerade eben an der Trave war richtig schön, das kann man echt sagen. Ja, hier komme ich gleich wieder durch die kleine Stadt Rheinfeld. Ja, da war letztes Mal, als ich hier durchgefahren bin, das Stadtfest. Aber heute wird es vielleicht ruhiger werden. Ja, und dann komme ich langsam wieder an Stellen, wo nur eigentlich Wanderweg ist, extra ein Schild. Aber diesmal werde ich durchfahren. Mal sehen, Trave-Wanderweg oder so. Da werde ich dann mal längs fahren. Mal sehen, ob ich Ärger kriege oder nicht. Ja, werde ich sehen. Ich ziehe es diesmal durch. Schauen wir mal. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Jetzt bin ich hier unten an der Trave, auf dem Trave-Wanderweg, der ja eigentlich nicht für Radfahrer ist. Man sieht hier so genug Spur mit von Fahrrädern, aber naja, eigentlich nur schieben. Aber der Weg ist eigentlich breit genug. Man kann ja eigentlich noch das Zusatzschild machen, Fahrradfahrer frei. Ne, das würde doch auch gehen. Theoretisch stürzt sich hier nicht längs. Ich fahre jetzt hier längs. Ja, wird wohl auch keinen Ärger geben. Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Aber theoretisch und praktisch, ja, ist es halt so. Normal darf ich hier nicht fahren, aber ich mache es jetzt. Ich komme jetzt gleich nach Bad Oldesloe rein. Bad Oldesloe, da könnte man vielleicht was essen. Oder ich werde nach Bad Oldesloe eine Pause machen. Da kommt nämlich auch eine schöne Strecke. Ja, denn ja, es ist auch schon nach 12. Läuft die Zeit. 60 Kilometer habe ich noch, also noch eine ganze Menge. Jetzt geht es echt ein bisschen langsam voran, gerade in die Strecke. Ja, technisch sehr anspruchsvoll. Es war wirklich nur ein Pfad teilweise. Ja, ausgewaschen, wo es steil runterging. Ja, kurz mal schieben oder so ist immer drin. In meiner Richtung ging es noch. Da konnte ich noch runterfahren, wo es bergauf ging. War es noch nicht so ganz ausgewaschen. Aber wenn man von hier in die andere Richtung fahren würde, ich glaube, da müsste man mehr schieben. Aber landschaftlich wieder sehr tolle Strecke. Also absolut toll. Gefällt mir. Ja, also geht's jetzt weiter. Na, hier an der Trave Richtung Bad Oldesloe. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on.
Jetzt bin ich fast durch Bad Oldesloe und ich habe da was gegessen. Ich hatte richtig Hunger, nicht, dass ich noch einen Hunger auskriege. Ja, nur das Beste habe ich gegessen natürlich. Aber war angenehm in der Stadt, muss ich sagen. Ich bin da gut natürlich durchgekommen, weil ich an der Trave reingefahren bin. Einmal quer durchgeschoben durch die Innenstadt, da war natürlich ein Imbiss, das passte super. Ja, und jetzt geht's Richtung... Was kommt eigentlich? Sülfeld ist das nächstgrößere, glaube ich. Gleich nochmal richtig schöne Strecken, auf jeden Fall, das weiß ich. Aber da wurde es ja letztes Mal schon ein bisschen dunkel. Und spätestens ab dem Sendeturm, den großen, auf den, ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt da. Ab da wurde es echt zu dunkel, da habe ich echt nicht mehr viel gesehen. Aber es war recht toll. Naja, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Ich hoffe nur Gutes. But feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Da ist der Sendeturm auf den Klingberg, den 77 Meter hohen. Da war das ungefähr, wo ich dann auch nichts mehr gesehen habe. Da wurde es richtig dunkel. Da habe ich auch einiges abgekürzt. Also ab jetzt wird es wieder auch richtig interessant, was da für Wege kommen. Weil ich bin ab und zu mal doch dann mehr auf der Straße geblieben. Aber ich habe gesehen, also landschaftlich richtig toll. Muss das sein, aber wie gesagt, es war ziemlich dunkel. Also schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Und erstmal da hoch auf den Riesenberg. Forever, forever. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Wo ich doch hier gerade stehe. Wäre es doch der Zufall, dass genau vor einem Jahr meine Radreise zur Zugspitze, sozusagen nach Garmisch-Partenkirchen von Flensburg aus gestartet ist. Da bin ich doch hier auch vorbeigekommen. Das ist genau ein Jahr her. Wow, das ist schnell wieder vergangenes Jahr. Aber ich kann mich gut daran erinnern, es war so eine fantastische Reise. Richtig toll. Oh. Ja, sowas könnte ich auch wieder machen. Aber... dies Jahr langs nicht mehr dafür. Ja, aber so eine Tagestour und da werde ich bestimmt noch einige starten. Heute macht auch wieder richtig Spaß.
auf diesem Weg, wohin er mich auch jetzt noch führen wird. Ja, gleich muss ich irgendwie durch den Wald hier, ja, gucken, was das so bringt. Aber ein Jahr ist echt schnell vergangen. Ja, Weihnachten ist auch gar nicht mehr so weit weg, wenn man überlegt. Das geht immer so fix. Naja, weiter. Noch ist nicht Weihnachten. Jetzt bin ich schon ein Stück hinter Sülfeld. Ja, diese Schleifen Klingenberg und hinter Sülfeld, ja, kann man auch auslassen, wie ich das in der Nacht gemacht habe. Muss man nicht fahren, war aber ein schöner Wald. Konnte man eigentlich fahren, alles. Wie gesagt, muss nicht sein. Das hat er so irgendwie nochmal 4, 5 Kilometer abgekürzt. Ja, und jetzt bin ich hier wieder an einer schönen Bank, die es heute eigentlich irgendwie immer gibt. Ich war ja kein Hauptradweg irgendwie. Hauptsächlich irgendwo entlang gefahren, aber es waren immer Bänke da. Also war wunderbar, auch mittendrin, wo überhaupt kein Radweg ausgeschildert war, immer Bänke. Ja, und ich stehe jetzt hier, ja, nochmal am Bahntrassenradweg, den ich heute Morgen gefahren bin. Ja, hier kreuze ich den. Ja, hier auf dem Schild steht noch 16 Kilometer, dann steht Ulzburg, aber ich habe noch 29. Aber ich mache hier eine Getränkepause. Ja, vielleicht noch ein kleiner Snack, denn das Mittagessen ist schon leicht wieder verdaut. Ja, und da hinten ist immer noch nicht so weit weg der Fernsehturm oder der Sendeturm. Ja, durch diese Schleifen bin ich nicht weit vorangekommen eigentlich. Aber wenn ich bedenke, ich bin hier im Dunkeln gefahren, sieht es doch jetzt angenehmer aus. Man konnte auch alle Huppel- und Schlachlöcher eigentlich gut erkennen. In der Nacht wäre es natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber so schlimm war der Weg nicht. Naja, aber jetzt fahre ich gleich hier weiter auf diese Gravelpiste. Ich meine, die geht jetzt ziemlich lang an Moor entlang und so. Also es müsste eine schöne Strecke sein. Werde ich gleich sehen und werdet ihr gleich sehen. Nach 122 Kilometern bin ich hier irgendwie in einem Wald. Da gibt es nur perfekte Waldwege. Die sind alle neu gemacht. Also richtig klasse. So könnte es überall sein. So macht Graveln richtig Spaß. Man kann richtig schnell fahren. Alle Richtungen. Richtig schöner Weg. Schade, dass es nicht überall so ist. Naja,
kann ja nicht alles haben. Ja, 122 und 18 sind es nur noch bis Hennstedt-Ulzburg, also weit nicht mehr. Mann, Leute, es ist 16.33 Uhr. Es ist immer noch unheimlich warm. Die Sonne, ja, die heizt noch ein, so 22 Grad sind jetzt. Wunderbar. Ich komme auch gleich nochmal an einen Badesee, glaube ich, vorbei. Da schaue ich nochmal vorbei und gucke mal, ob ich da noch eine Abkühlung kriege oder nicht. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das ist irgendwie 5 Kilometer vor Schluss. Schauen wir mal. Da liegt doch glatt ein dicker Baum im Weg, aber man konnte gut rum. Leute, Wanderer sagten gerade, der liegt seit dem Sturm, der Anfang Juni war, also kurz bevor ich den Orbit da gefahren bin. Seitdem liegt er hier. Hier liegen noch ein paar mehr. Und hier unten, da fließt die Alster. Also war ich hier schon mal. Also nicht nur auf dem Orbit, sondern auf meinem Alsterradweg. Da bin ich einmal vor meiner Quelle bis zur Mündung in Hamburg einmal abgefahren. Da bin ich ja auch schon vorbeigekommen. Schönes Stück hier, also richtig klasse. Wenn der Baum nicht weh, aber es war jetzt nicht so schlimm. Konnte gut rum. Naja, weiter geht's. Try to make it up for my mistakes, but everywhere I turn some hearts will break. Something, someone will end up getting hurt again. There's no need to play pretend. Why don't you stay? Stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really. Stellt euch diesen Weg im Dunkeln vor, dann wisst ihr, warum ich geflucht habe. Aber tastüber geht's. Leute, ist das ein schöner Abschluss dieser Tour? Ich bin hier in der Costa Chiesa, das ist ja 7 Kilometer vor dem Ende. Das tut so gut nach so einer ja doch langen Tour, warm, geschwitzt. Oh Leute, wow, das ist eine Erfrischung. Ja, was soll ich sagen, der Tag war richtig toll. Die erste Strecke richtig super, natürlich keine Schwierigkeiten. Ja, und auch hier auf dem Orbit, ja, verbotene Wege und gerade das letzte Stück war echt grausig. Da habe ich echt in der Dunkelheit sowas von geschrien, Leute, und geschimpft. Wow, das kann ich gar nicht glauben. Aber diesmal konnte man das ja alles sehen, also war das alles okay.
Boah, ist das schön. Ja, es ist ja auch schon fast Sommer vorbei. Aber das Wasser geht noch. Richtig schön. Und es geht hier auch gleich tief runter. Also, richtig klasse. Ah, es ist immer noch so schön warm. 20 Grad wird es draußen immer noch hier an der Luft haben. Wasser vielleicht ein bisschen kühler. 17 Grad schätze ich, 17, 18 Grad noch. Ja, es ist bald vorbei mit den richtig schönen Baden. Ja, Eisbaden habe ich ja schon gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also heute war ein richtig schöner Tag. Richtig schöne Tour, tolle Highlights. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich die gesamte Tour sehe, den gesamten Orbit, richtig klasse. Wenn man natürlich drüber weg sieht, diese verbotenen Wege, wo man eigentlich nur schieben darf. Teilweise Strecken, so wie an der Trave, 3 Kilometer lang, dürfte man nicht fahren. Ja, was soll man machen? Und wie gesagt, das letzte Stück mit den vielen Wurzeln und ach, das war natürlich grausig. Aber dieser Abschluss versöhnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich kann ihn trotzdem empfehlen, diesen Orbit. Das letzte Stück sollte man vielleicht umplanen, denn wäre das eigentlich ziemlich gut. Ihr habt es ja gesehen, das war ziemlich zugewuchert, wo ich durchgefahren bin. Das sollte man umplanen. Es gibt ja auch andere Wege in dem Wald, wo man besser fahren könnte. Ja, also ist jetzt Schluss. Die 7 Kilometer, die es noch zur Alsterquelle ist, die werde ich euch jetzt noch ersparen. Da kommt noch ein bisschen Waldstücke, wo es ein bisschen hobbelig ist. Das müsst ihr jetzt nicht mehr sehen. Ja, es war richtig klasse. Ich hoffe, es hat euch auch dann gefallen. Was soll ich sagen? Ja, denn bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich die Urlaubsvideos, die ich ja eigentlich hier vor im August gemacht habe, weil ich diesen Teil wollte ich gleich direkt nach dem ersten Video von Orbit ranhängen. Deswegen habe ich das heute auch gemacht. Klasse, mit Fehlern, super. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre natürlich nicht schlecht. Ein Kommentar natürlich auch. Ja, letzte Zeit hatte ich ja viel vor, konnte ich nicht so viele beantworten. Ja, die Zeit ist immer so wenig und am Wochenende bin ich immer unterwegs. Ja, also denn freut euch auf Urlaubsvideos. Woher, wo ich war, sage ich jetzt noch nicht. Lasst euch überraschen, wer es noch nicht weiß. Also denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Danke, Servus, Tschüss, Moin Moin, euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss. Herrlich, Leute, herrlich, was ein toller Abschluss. Das ist geil. Perfekt.